Ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir sind hier in der Nähe von Kakariko bei der Feenquelle und wollen jetzt mal schauen, ob es wieder ein paar Kleidungsstücke gibt, die wir verstärken können, beziehungsweise verstärken lassen können. Denn wir haben ja einige Wächterteile zum Beispiel eingesammelt. Verstärken bitte. Ah, die könnten wir tatsächlich weiter verstärken. Einiges eingesackt. Das werden wir vielleicht auch machen. Ja, hierfür reicht es schon mal nicht. Das ist die einzige Kleidung, die wir verstärken lassen können. Was brauchen wir denn hier? Leunenhorn. Okay. Ja, bitte. Gleich mal verstärken. Die Frage ist, ob ich mir erstmal meine Rüstung zusammenkaufe. Diese antike Rüstung. Jawohl, können wir gleich nochmal verstärken. Leunenhuf brauchen wir dafür dann noch, okay. Ah, okay, diese zweite Verstärkung sieht dann einfach so aus. Es lag also nicht an der Fee. Nein, lieber nicht. Bis später. Okay, wie viel Geld haben wir aktuell dabei eigentlich? Das zeigt es mir gar nicht an. Okay. Also gehen wir nochmal schnell zum Akala-Institut. Und schauen uns dort nochmal um. Zwecks des dritten Teils der Rüstung. Und dann können wir auch hier in Akala nochmal zur Fee gehen. Und uns anschauen, ob wir da was verstärken können oder nicht. Und dann geht's los. Dann gilt es wieder, ein Hauptziel anzuschalten. Nämlich das Hauptziel der vier Titanen. Und dann machen wir uns auf zum Todesberg. So, also. Wie sieht's aus? Haben wir. Genau. Und das hier bräuchten wir jetzt. Jawohl. Kostet ja auch nur 2000 Rubine. Eintauschen. Und dann haben wir erstmal relativ wenig Geld nur noch. So, wie sieht's eigentlich aus mit antiken Pfeilen? Könnten wir uns auch welche machen lassen, okay. Ich gehe allerdings erstmal zur Fee wieder. Naja, na klar. Machen wir die Tür zu. Die Tür lässt sich in beide Richtungen öffnen. Ist mir jetzt erst aufgefallen. So, hier war noch die Feenquelle. Das heißt, wir gehen zum Daishino-Schrein jetzt noch. Schauen nochmal kurz bei der Fee vorbei. Und dann geht's los. Dann geht es endlich los mit Titan Nummer 2. So. 53 Scheine mittlerweile, 122 Korksamen insgesamt. Nur unsere Rubine gehen langsam tatsächlich zur Neige. Tja. Nützt alles nichts. Aber ich glaube, wir haben ja mittlerweile auch schon wieder ein paar Steine eingesammelt. Sodass wir nominell nicht mehr Geld haben. So. Die Feenquelle leuchtet relativ schön. Feenquelle hat sich tatsächlich auch etwas verändert. Zum letzten Mal, wo wir hier waren. Okay. Untersuchen. Na dann, verstärk mal meine Kleidung bitte. So, was haben wir denn? 7, 7. Dir als allererstes, ja. Okay. Und mal schauen, inwiefern wir jetzt den Rest noch verstärken lassen können. Ja, bitte, weiter verstärken. Ja, das brauchen wir, wie gesagt, nicht verstärken lassen. 15 Väter. Ah, okay, das ist überall das gleiche. Okay, das heißt, wir können zwei, können wir noch verstärken. Gut, das ist relativ egal eigentlich, was wir verstärken lassen.
Wunderbar. Ja, bitte. Weiter verstärken. Entweder das. Oder eben das. Es macht, wie gesagt, keinen Unterschied. Also lassen wir erstmal die Rüstung noch verstärken. Und wenn wir dann noch ein paar antike Achsen waren das, glaube ich, noch gesammelt haben, können wir uns ja dann noch den Helm verstärken lassen. Nein, das war's. Vielen Dank. Und damit geht's jetzt erstmal weiter. Wir teleportieren uns. Ja, wo wird denn der Turm ungefähr sein? Gehen wir erstmal potenziell von der Mitte aus. Hier so, dann sind wir wahrscheinlich mit diesem Schrein hier am besten dabei. So, die Frage ist, inwiefern ich mir dann eventuell im Goronendorf, ich gehe mal davon aus, dass wir hier auf Goronen treffen werden. Würde zumindest Sinn machen, da die ja in Ocarina of Time am Todesberg zu Hause waren. Ich hoffe einfach mal, dass wir uns diese Rüstung gegen die Hitze nicht kaufen müssen. Sondern, dass wir die vielleicht so bekommen, aber ja. Okay, das war jetzt vielleicht doch nicht unbedingt die beste Wahl. Naja gut, klettern wir erstmal hier hoch. Vielleicht können wir uns ja hier oben dann einen Überblick verschaffen. Okay, das können wir normal machen. Ach Mensch. Wir hätten eigentlich nicht ganz runtergemusst. So, Link, vielleicht kurz hinstellen. Ach shit, Mann, ich wollte eine kurze Pause nochmal, Link. So, kurze Pause, genau hier hochlaufen. Dann können wir vielleicht den Rest doch noch hochspringen. Toll, wir kommen hier direkt bei einem Bockblindlager raus. Das hätten wir viel besser nicht lösen können. Naja gut, dann halt direkt erstmal Bockblindlager. Wurde auch schon entdeckt. Nehmen wir die Bestienlanze. Arschlach, lass mich in Ruhe. Vielleicht soll ich erstmal versuchen, mir einen besseren Standpunkt zu verschaffen. Nämlich von hier oben zu kämpfen. So, du bekommst Schläge mit dem Exa-Boomerang ab. Und zack, pam, pam. Komm, stirb, genau. So, da du doch hier eine Nahkampfwaffe hast, sollte ich dich vielleicht doch aus der Distanz angreifen mit der Bestienlanze. Sehr gut. So, jetzt ist allerdings auch die Bestienlanze kaputt gegangen. Wir haben noch die Lichtschuppenlanze, mit der wir angreifen können. Oder wir nehmen aber das Königsschwert. So, jetzt ist auch der endlich mal tot. Hätten wir ruhig ein bisschen Geld da lassen können. Ruhe. Ist es hier noch ein Moblin? Tatsächlich, hier ist noch ein Moblin unterwegs. Der hat ein relativ großes Schwert. Boah, das war wichtig. Dass der stirbt vorher. Bevor der mit dem Ding hier angreifen kann. Diverse Holzpfeile haben wir hier. Was ist das hier? Knochen-Moblanze. Und liegt noch ein Schild rum. Ein paar Bögen. Ah, noch ein paar Pfeile. So, jetzt schaue ich mich mal in Ruhe, in aller Seelenruhe hier oben gleich um. Wir haben hier allerdings noch ein paar Utensilien. Und dann können wir, glaube ich, einige Waffen einsacken. Noch ein Moblanze, braucht kein Schwein. Steinspalter. Warum nicht? Warum nicht? Was ist das hier? Knochenbockstock. Knochenmoblanze. Ja, okay. Die geht, denke ich, noch von der Kraft her. Schauen wir mal, was sich hier oben dann noch ergibt.
Hier gibt es ja noch eine Schatzkiste dann. Mal schauen. Königs Zweihänder. Hat sich doch gelohnt. Hat sich doch gelohnt. So, wir müssten eventuell mal nach einem Turm Ausschau halten. Hier haben wir den Todesberg. Und dort ist der Turm. Das dürfte der Turm sein, den es zu erklimmen gilt. Schauen wir mal. Jawohl, der ist hier in dem Gebiet. Dafür müssen wir uns in diese Richtung bewegen. Wir wollten ja die Hauptziele mal anmachen. Die vier Titanen. Und dafür müssen wir dann hier hin. Okay. Begeben wir... Oh, hier hinten haben wir einen Wächter. Hier hinten haben wir einen Wächter. Was ist das hier unten denn? Was ist denn das hier überhaupt? Ist das getrocknete Lava, oder? Wahrscheinlich getrocknete Lava. Weiß nicht, ob ich einen anderen Schild brauche. Sollte auf jeden Fall mal speichern. Da ist ja gerade einer aus dem Boden raus. Ich glaube, der Wächter hat mich auch schon entdeckt. Diese Biester kotzen mich natürlich jetzt an. Die können ich ja gerade gar nicht gebrauchen. Die kann ich hier gerade echt gar nicht gebrauchen. Inwiefern könnte ich die vielleicht mit Bombenpfeilen erlegen? Link, was denkst du? Sehr gut, jetzt haben wir nämlich bloß den hier hinten. Der gräbt sich schon ein. So, die Frage ist jetzt, wo hat sich der Wächter mittlerweile versteckt? Ah, der ist wieder hier hinten. Bist du aktiv? Nein. So, jetzt machen wir dich erstmal platt. Vielleicht ziehe ich dafür mal meine neue Wächterrüstung an. Nee. Eins, zwei, drei. Jawohl. Falls nämlich doch mal so ein Schlag durchgehen sollte. Jawohl. Und tschüss. Können wir wieder die normale Kleidung anziehen. Eins, Nummer zwei und Nummer drei. Und Kaplauz. Diverse Schrauben, die haben wir da gelassen. Die haben wir auch noch diverse Wächterfracks. Was ist denn hier los? So. Kopf zerstören und tschüss. Ritterbogen brauchen wir nicht. Ist hier hinten? Ah, okay, das ist bloß wieder so ein Karren, der kaputt ist. Blutling. Ansonsten bewegen wir uns gerade ein bisschen vom Turm weg, meine ich. Blutling, ich wollte eigentlich eher... Na klar. So, eine Lanze brauche ich für dich, ne? Ja, genau das meinte ich. Mit einer Lanze brauche ich für dich. Das Problem ist, meine Lanze ist aus Holz. Ja. Ach ja. So, rotes Schleimgelee und diese Flederbeißer. Flügel einsacken. Geht's hier hoch? Hier haben wir noch mehr Flederbeißer. So, weiter nach oben. Ich hoffe einfach, er greift mich nicht hart an, wenn ich direkt im Klettern bin.
Ah, hier ist noch so ein... Hier sind ein Haufen Lavaschleime. Ja. Stirb und lass mich in Ruhe. So, jetzt sind wir erstmal hier. Der Turm befindet sich direkt über uns, fast, kann man sagen. Boah, diese ganzen Viecher hier, das ist ja nervig. Kommt hier gerade schon das nächste angeflogen? Ja, natürlich. Stirb. Ja, das lassen wir jetzt erstmal dort liegen. Ansonsten werden die nächsten auf uns aufmerksam. So, vielleicht die Kletterausrüstung mal kurz anlegen. Dass wir schneller hier hochkommen, beziehungsweise einfacher auch, vor allem. So, ich glaube, hier ist noch so eine Zwischenstation, wenn ich das richtig sehe. Komm, Link. Jawohl, kurze Pause. Und dann geht's weiter nach oben. Langsam aber sicher wird's heiß. Ich glaube, wir dürften noch erfrischendes Essen dabei haben. Essen, das uns abkühlt. Gut. Ist natürlich klar, wenn wir uns ja zum Vulkan hin bewegen, dass es hier wärmer ist. Eldin-Turm. So, hier oben noch irgendwelche Tiere um den Turm herum. Muss ich irgendwas beachten? Nein, schaut nicht so aus. Würde ich sagen, klettern wir hoch. Gut, die erste Station ist doch relativ weit oben zumindest, aber auch hier kommen wir ohne Probleme hin. Wir machen eine kurze Pause. Und dann ist auch der Rest des Turms schon fast so gut wie erklommen. Nächste Pause, letzte Pause. Genau, denn jetzt geht's ganz nach oben. Auf die Spitze des Turms. Da sind wir. Und werden jetzt erstmal unsere Karte aktualisieren. Shiga-Schein erkannt. Shiga-Turm wird aktiviert. Na dann. Hier unten liegt ein bisschen Lava rum, sehe ich schon. Datenübertragung. Und dann bekommen wir jetzt unseren neuen Kartenabschnitt. Den Bereich Eldin. Und wir sehen schon sehr, sehr viel Lava hier. So, schauen wir uns das doch nochmal genauer an. Okay, wir müssen also hier hinter diesen Lava-Bereich. Schlucht von Eldin, Todesberg. Was ist das denn hier? Das sieht extrem interessant aus. Das werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Darunia-See, okay. Angoro-See, Grabsee, Damansee. Weiß nicht, ob der Damansee auf Darmani anspielen soll. Marugo, ich auch schon gehört. Marugo kann jetzt allerdings nicht wirklich das Spiel zuordnen. Medigo-See von Medigoron. Okay. Schauen wir uns mal um. Ein wenig. Schauen wir mal an, was das hier unten ist. Weiß nicht, ob man das zur Not auch irgendwie entfernen kann. Sicherlich. Auf jeden Fall haben wir hier Flammen, Exalfoss. Was ist denn das hier? Ah, okay. Aber einen Schrein sehe ich jetzt nicht direkt von hier. Gehen wir mal auf diese Position.
Ja, hier die paar Schreine haben wir ja schon gemacht. Okay. Aber auch sonst kann ich hier von hier erstmal keinen weiteren Schrein entdecken. Stellen wir uns nochmal hier drauf, schauen nochmal von hier. Wir von hier vielleicht noch irgendeinen Schrein finden. Aber auch das sieht nicht danach aus. So, dass ich mir jetzt auf der Karte vielleicht diesen Punkt hier markiere. Wir müssen ja eigentlich nur das Tagebuch öffnen. Ah, okay. Wir müssten ja eigentlich bloß dem Weg folgen hier. Markiere mir das mal. Ja, nicht damit. Stempel löschen. Sondern mit der roten Markierung genau. Dass ich weiß, welchen Punkt ich verfolgen muss, ist der hier nämlich. Und dafür müssen wir erstmal auf den Weg kommen. Der Weg befindet sich hier. Ah, hier unten, das sieht mir nach Stein. Oh, und hier ist es heiß. Hier ist es heiß. Was brennt denn hier gerade? Oh, der Bogen brennt. Ich denke, ich rüste mal den Stahlexalbogen aus. Oh, und die Moblanze brennt auch. Sollten wir vielleicht das Königsschwert ausrüsten? Brennt auch meine Kleidung gerade? Oder wie muss ich das sehen? Weiß nicht, ob es gerade einfach zu heiß ist. So. Ich nehme einfach mal eine Speise zu mir, die mich etwas abkühlt für ein paar Minuten. Kühlungsdampffleisch. Aber das reicht nur für 5 Minuten 50. Essen. Alter, warum brenne ich denn? Das ist schlecht. Das ist schlecht, dass ich hier brenne. Irgendwas brennt hier gerade bei mir. Okay, was machen wir? Wir teleportieren uns mal kurz auf den Eldin-Turm zurück. Weil ich höre das dann zumindest erstmal auf zu brennen, das Zeug. Weil das ist das, was Link, glaube ich, gerade zu schaffen macht. Kann mir nicht vorstellen, dass es von jetzt auf dann einfach so schnips von, ja, fast zu heiß zu viel, viel, viel zu heiß wird. Das glaube ich nicht. Ich meine, ich muss ja irgendwie dorthin kommen erstmal. Ja. So. Also. Guck mal, wir sind ja fast komplett feuerresistent jetzt. Wir brennen! Hier herrscht Brandgefahr. Wenn du verweist, erleidest du Schaden. Hier nicht mehr. Ja, aber ich muss doch über den Weg dorthinter. Das gibt's doch gar nicht. Das hier ist erstmal ein Schrein in der Nähe. Alright. Boah, Brandgefahr. Ich krieg's im Kopf. Ich krieg's im Kopf. Wirklich. Weiß nicht, ob ich mir... Oh, lecker mio. Ob ich mir irgendein Essen machen muss, was mir Hitzeschutz 3 bietet. Ach, schau mal, mit Hitzeschutz 2 ist schon komplett aufgefüllt. Also ich sehe gerade nicht durch. Irgendwie müssen wir dahinter kommen. Irgendwie müssen wir dorthin kommen. Das Problem ist, hier ist überall so heiß, dass dort Brandgefahr herrscht. Und wir dann fast abfackeln. Weiß nicht, ob es bei Nacht vielleicht kühler ist. Aber wir müssen irgendwie dahinter. Sorry, aber... Direkt hier Brandgefahr. Chancenlos hier hinten.
Weiß nicht, wie ich das... Link, bist du bescheuert? Warum hältst du dich denn hier nicht fest? Das stellt mich natürlich jetzt erstmal vor ein Rätsel. Wie ich das hier lösen soll, ist wirklich erstmal die Frage. Weil, selbst mit der Speise, ihr seht ja, ich habe es schon fast komplett runtergebracht und das hat es ja schon komplett aufgefüllt dadurch. Puh. Und es gibt ja jetzt auch nicht wirklich hier noch irgendwie ein kleines Dorf vorher. Oder war hier noch ein Stall? Hier oder hier? Wenn wir uns da was kaufen konnten. Komm, so weit sind wir eh noch nicht gekommen. Jetzt weg vom Turm. Ich schau mal, ob hier irgendwo ein Stall noch war. Ich geh erstmal hier zum Moakishito. Oder wie der hieß. Und dann schauen wir mal, ob ich mir vielleicht irgendwo was Rüstungsartiges kaufen kann, dass ich überhaupt bis dorthin komme. Gibt's ja gar nicht. Das gibt es ja gar nicht. Moakishito-Schrein. So, war hier der Stall? Jawohl, hier haben wir einen Stall. Hören wir uns da erstmal hier um. Ja, Stall am Berge. Vielleicht haben die ja ein paar Tipps für mich. So, wir haben einen Steinspalter dabei. So, jetzt hören wir uns hier erstmal um. Vielleicht findet sich ja hier die Lösung. Eisenhammer. Hier können wir auch dann noch ein bisschen kochen. Ah, Kashiwa ist mal wieder hier. Möchtest du das alte Heldenlied hören? Hatten wir das nicht schon mal gehört? Mit Vergnügen, legen wir los. Ich glaube, das hatten wir schon gehört. Ja, das hatten wir uns schon mal angehört. Wir waren ja doch schon mal hier. Ich schau mal kurz aus, wie es um meine Speisen steht. Okay, wir haben noch einige Herz. Einige davon. Okay, wir brauchen ja definitiv Hitze. Also was gegen die Hitze? Bin ich mir doch trotzdem erstmal sicher. Und dafür nehmen wir diese Frostlinge. Frostling in die Hand. Was haben wir denn sonst noch so für Utensilien, die kühlen könnten? Zitterkraut, Frostkraut hauen wir auch mal noch mit rein. Geflügelbild. Ich denke, damit kommen wir auch nicht schlecht. Ausdauerkrabbe, Schleichschnecke, Schwertkrabbe, Rüstungs... Frostforelle. Die hauen wir auch mal noch mit rein. Zitterforelle, Schleichforelle, Schwertkarpfen. Alright. Frostflügler. Ah, okay, das ist dann eher für die Medizin. Ja, genau, kochen wir das mal. 8 Minuten. Kühlungsgrillteller, ganz klare Sache. Genau das gleiche, einfach nochmal. So, wo ist das Frostkraut? Hier. Ein bisschen leckeres Fleisch dazu. Frostforelle, on los geht's. Kühlungsgrillteller, 8 Minuten. Dann machen wir noch einen dritten. Frostkraut, normales Fleisch. Frostforelle. Hätten wir erstmal hier wieder was Passables. Können wir ja noch ein bisschen Medizin machen. Frostflügler, Frostlibelle. Ja, komm. Wir haben Essen. Das reicht auch aus. Das reicht auch völlig aus. So hatte ich mit dir jetzt gesprochen schon. Hi. Tach.
Wenn du hier im Stall am Berge Halt machst, bist du wohl auf dem Weg nach Gornia. Genau. Dachte ich mir. Warte mal, willst du in dem Aufzug nach Gornia? Ja. Und deswegen landen Touristen immer wieder in Schwierigkeiten. Es gibt dort viele steile Klippen und ab der zweiten Etappe ist es so heiß, dass man buchstäblich in Flammen aufgeht. Ja, das habe ich schon gemerkt. Normalerweise mische ich mich ja nicht ein, aber ich will dich auch nicht in dein Verderben rennen lassen. Tja, ich schätze, dann muss es wohl sein. Meine Brandschutzmedizin schützt vor diesen extremen Temperaturen und ich kann dir welche verkaufen. Selbst erfahrene Reisende nehmen für den Weg nach Gornia mindestens 3. Okay, die Preise. Ja, wir kaufen einfach mal die Brandschutzmedizin. Gut, hier hast du die Brandschutzmedizin. Ah, okay. Bewirkt, dass du selbst in der feurigsten Umgebung nicht in Flammen aufgehst. So. Rezept habe ich natürlich dann nicht dazu, ne? Wäre auch zu schön gewesen. Oder? Wie kann ich denn auswählen, betrachten? Nein, ich würde eigentlich... Man kann sich da auch von seinen gekochten Sachen das Rezept anschauen, oder? Lass mal sortieren. Auswählen. Betrachten. So geht's nicht. Auswählen. Ich will es ja nicht essen. Isst man das eigentlich direkt, wenn man da drauf drückt? Nein, okay. Vielleicht bietet es mir da doch das... Ah, Rezept, okay. Brandschutzmedizin. Rezept. Löschechse und Bockblinon, okay. Eine Löschechse habe ich natürlich nicht. Was ist das? Sich Medizin aus ihm herstellen. Ob mich das schützt gegen Feuer? Dass ich damit quasi auch... Leinenherz, Echse, Erforschungs, Gelb, Spurtechse, Maxi-Echse, Feuerstein, Schleichwürmchen. Also ich gehe davon aus, das gibt mir bloß diesen Wärmewiderstand, ja? Ich schaue jetzt mal, ob ich daraus irgendeine Brandmedizin... Kälteresistenz, okay. Irgendeine Brandmedizin draus kochen kann. Wir haben schon wieder ein paar brauchbare Steine gefunden, sehe ich gerade. Nehmen wir einen Stinknormann Flederbeißerflügel dazu. Moblinhorn. Oder ein Bockblinherz. Schauen wir mal, was wir daraus uns herstellen können. Klasse, dubiose Matsche. Fuck. Weil ich zu viel Mist reingeworfen mit. Nehmen wir das einfach mal. Vielleicht sollte ich nicht nur Monsterzutaten nehmen. Okay, gut, was soll's. Schauen wir uns mal trotzdem neu hier drin um. Wenn ich nur auch so malen könnte. Bist du auch wegen des Bildes hier? Ich kann mich einfach nicht daran satt sehen. Osu, der Besitzer des Stalls, hat vor einiger Zeit in seiner Freizeit dieses Bild gemalt. Man beachtet den beeindruckenden Vulkan im Hintergrund, der den Stall subtil hervorhebt. Das muss die Südansicht des Stalls sein. Ich bin beeindruckt von der Komposition des Gesamtbildes. Und dieser Schrein links im Bild, ich wusste gar nicht, dass sich dort einer befindet. Merkwürdiger Ort für einen Schrein. Was, du warst dort? Nun ja, wenn man motiviert genug ist, schafft man es wohl überall hin. Tatsächlich, den Schrein haben wir schon. Den Schrein haben wir schon, sogar ohne Aufgabe gelöst, sehr gut. So, und wir machen uns jetzt quasi nochmal auf den Weg zum Vulkan. Bisschen wieder über den Eldin-Turm. Und mit der Brandmedizin sollten wir das ja jetzt schaffen. Ja, und dann
Schauen wir mal, inwiefern wir vielleicht dann in Goronia neue Entkleidung bekommen. Das wäre mal was. Würde mich auf jeden Fall begeistern. So, also würde ich sagen, trinken wir einen Schluck Brandmedizin und machen uns dann auf den Weg. Hoff einfach mal, dass die reicht. 6 Minuten 10 jeweils. Level 1. Trinken. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Zum Weg wollte ich eigentlich. Der ist hier so. Aber hier ist tatsächlich super heiß. Nehmen wir Schaden mit oder aufgrund der Brandmedizin überstehen wir das? Scheinbar überstehen wir das. Aufgrund der Brandmedizin. So, hier scheint ein Schrein erstmal noch in der Nähe zu sein. Den kann ich ja zumindest mal aktivieren. Dann ist ja das mit der mit dem Teleportationspunkt, glaube ich, gesichert. Habe ich irgendwas Verrostetes dabei? Haben wir irgendwas Verrostetes dabei? Verrostetes Schild vielleicht? Nein, nichts. Uiuiui. Uiuiui, bist du denn des Wahnsinns? Zum Glück habe ich einen Steinspalter. Ey! Kriegst du den vielleicht mal kaputt? Gut, dann müssen wir, dann gehen wir einfach hier lang und weichen den Viechern halt aus. Ich will jetzt erstmal hier das absichern, dass ich ankomme. Eigentlich wollte ich auch den Schrein um hier holen. Naja, gut. Wie gesagt, erstmal absichern, dass wir überhaupt ankommen. Das sieht spektakulär hier aus. Ein Saphir. Tief am Todesberg. So, ich gehe davon aus, dass ich das trotzdem, trotz Brandschutz, nicht berühren. Was ist los? Ach, ein Feuer-Ivarok! Ob der sich freut über Eispfeile? Ah, okay, den denke ich, können wir auch später mal noch besiegen, wenn er sich jetzt hier wieder hinlegt. Ich markiere mir das mal, dass hier ein Ivarok ist. Nicht, dass ich das vielleicht dann noch übersehe irgendwann. So, möglichst hier vorbeiklettern. Kommt hier auf einmal ein Ivarok. So. Weiter geht's hier hinter. Das sieht ja vielversprechend aus. Ah, hier, über die Brücke können wir gehen. Sehr gut. Mir schon kurz Sorgen gemacht. Südmine. Hier gibt's einige Steine. Aber jetzt noch nicht so. Ich sag mal, die überragenden Steine. Zumindest habe ich noch keine gefunden. Bernstein bis jetzt nur. Und Steinsalz, diverses. So. Was hast denn du Schönes an? Ah, du kommst gerade richtig. Ich bin gerade auf dem Heimweg von Goronia, aber ich habe vergessen, Mitbringsel zu kaufen. Eigentlich wollte ich ja ein paar von diesen Löschechsen vom Todesberg fangen, aber die sind mir zu flink. Kannst du vielleicht welche für mich fangen? Für 10 Löschechsen würde ich dir eine Anti-Feuerrüstung geben. 10 Löschechsen. Was sagst du? Bringst du mir diese? Wird erledigt. Oh, das ist gut. Wie gesagt, ich hätte also gern 10 Löschechsen. Die müssten hier in der Nähe zu finden sein. 10 Löschechsen müssen wir finden. Vielleicht den Schleichanzug dafür anziehen. Haben noch 3 Minuten 3. Und dann bräuchten wir quasi schon die nächste Medizin. So, Löschechsen brauchen wir. Ich hatte hier immer mal ein paar rumlaufen sehen. Das gibt's ja gar nicht. Wir waren doch gerade noch welche.
Ist das hier eine? Löschechse, jawohl. Eine. So, 9 Stück brauchen wir noch. 9 Stück brauchen wir noch. Können ja währenddessen auch mal mit den Goronen hier reden. Hängt mir ein Kiesel im Gesicht. Wer bist du? Ich heiße Pupunta. Ein Name mit da. Ja. Bist du stark? Ich bin stark. Aber mein Bruder Grada, der ist noch stärker als ich. Okay. Grada also. Wer bist du? Borin. Der pennt hier erstmal eine Runde. Guten Tag. Ah! Ein Heilianer! Das geht nicht! Warum? Aber, in Goronia regnet es! Es regnet Lavabrocken! Wirklich? Ja, Heilianer sollten besser weggehen! Hör auf, die Erwachsenen! Sagt mein Papa immer. Auf mich hört ja eh keiner. Oh. Ja, 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 Bruder! Wenn ich glücklich bin, dann ist der Chef glücklich. Und wenn der Chef glücklich ist, dann ist ganz Goronia glücklich. Los, grab das Erz aus, dann verdienen wir uns alle eine goldene Nase. Ups, das geht dich ja eigentlich gar nichts an. Wer bist du? Ich bin hier der Vorarbeiter der Goronischen Bergbaugesellschaft. Mein Name ist Dorin. Ich leite den Abbau hier nach Weisung des Chefs in Goronia. Heute heißt es wieder Graben, Graben, Graben. Gibt's sonst noch was? Goronia? Goronia ist unsere Stadt, die Stadt der Goronen. Wenn du dorthin willst, folge einfach diesem Weg immer geradeaus. Als Heilianer musst du aber aufpassen, dass du dich nicht verbrennst. Gibt's sonst noch was? Harte Arbeit, was? Jawohl. Der Reichtum von Goronia fußt auf der harten Arbeit, die wir hier leisten. Noch besser wäre es, in der Nähe des Gipfels zu graben, aber dieses Echsenmonster macht das unmöglich. Okay, tschüss, Bruder. So, fragen wir dich mal. Was willst du? Wie heißt du? Grada. Und jetzt? Endet auf da. Ja. Ich muss jetzt arbeiten. Abends ist meine Schicht zu Ende, da können wir in Ruhe reden. Okay, abends vielleicht mit ihm reden. So, mit dir vielleicht mal noch kurz sprechen. Ah, du hast mich erschreckt! Was gibt es denn? Wer bist du? Ich? Django! Ich muss mich gerade konzentrieren. Wenn du reden willst, warte bis abends. Okay, sorry, Django. Brauch noch ein paar Löschechsen. Damit auch noch eine. Ich nehme jetzt mal das Fotomodul. So, wie war Zoom? So. Löschechse, genau. Speichern. Löschechse. Dann. Album. Handbuch. Monster. Ne, unter Monster sind die nicht. Materialien vielleicht. Nein. Waffen. Auch nicht. Doch unter Monster. Neu. Tiere. Ah, Löschechse. Als Suchobjekt. Suchen. Danke. So, Löschechse gefunden. Oh, hier hinten sind einige. Da schleiche ich mich ganz langsam an die drei ran. Eins. Zwei. Und drei. So, neues Objekt gefunden. So, vorher mal das noch einsacken. Sag mir mal. Okay. Hier scheint irgendwo eine in der Nähe zu sein. Ich sehe sie nicht wirklich. Sie vielleicht hier drüben?
Nein. Wo ist denn diese Löschechse? Ach, hier. Hier sind sogar gleich zwei. Eins. Zwei. Neues Objekt gefunden. Brandschutz geht gleich vorüber. So, wir brauchen neue Brandschutzmedizin. Wie viele Löschechsen haben wir denn jetzt schon gefunden? Trinken. Löschechsen. Sieben. Drei Stück brauchen wir noch. Neues Objekt gefunden. Hier oben oder wie? Ah, shit, da war eine. Okay, hier ist auch noch eine. Das wäre Nummer 8. Dann brauchen wir nur noch zwei weitere. Nummer 8. Neues Objekt gefunden. Das scheint relativ nah zu sein schon. Die hier vorne, oder wie? Kommt vorher noch eine? Nein. Dann sacken wir die ein, dann hätten wir 9. 9. Unten ist wohl noch eine. Ah, die ist aber schon weggerannt gerade. Neues Objekt gefunden. Hier. Hier haben wir noch eine. Die sack ich ein. Löschechse. 10. Jawohl. Ach, shit. Nicht getroffen. So, hätten wir 10 Löschechsen gefunden. Und dann tauschen wir die mal ein. Oh, Löschechsen, du hast tatsächlich 10 Stück von ihnen gefangen. Gib sie mir schnell, dann bekommst du die Antifeuerrüstung. Bitte sehr. Sehr gut, danke. Dann ist das hier für dich. Antifeuerrüstung. Eine von Goron für Besucher hergestellte feuerfeste Rüstung aus Stein. Hm? Was ist? Nein, den Helm kann ich dir nicht geben. Der war unglaublich teuer. Wenn du auch einen willst, musst du ihn dir in Goronia kaufen. Goronia ist die 5. Etappe von hier, wenn du in nördliche Richtung gehst. Ach ja. Wenn du mir noch mehr Löschechsen bringst, gebe ich dir für jeweils 3 Stück 20 Rubine. Man kann nie genug Mitbringsel haben. Außerdem lässt sich aus Löschechsen und Monsterzutaten überaus hilfreiche Brandschutzmedizin machen. Okay. Löschechsenjagd. Hätten wir damit beendet. So, dann wollte ich jetzt nachts gleich mal mit denen hier reden. Wir ziehen also mal das hier an. Und sind damit zumindest jetzt schon mal geschützt. So, dass wir dann relativ easy nach Goronia kommen. Komm, ich mache mir mal was Kleines zu essen. In die Hand nehmen. Bisschen Fleisch dazu. Let's go. So, und das vertilge ich gleich mal. Essen. Genau so. Und jetzt warten wir bis abends. Wo wir dann hier gleich mit den Goronen reden können. Ah, okay, die sitzen direkt hier. Grada. Eigentlich habe ich jetzt Pause. Was willst du denn? Wer bist du? Grada. Kannst du dir das nicht merken? Ich bin ein Bergarbeiter, wie alle hier. Jeden Tag graben wir von morgens bis abends. So langsam habe ich es satt. Ich habe keine Lust darauf, an diesem Ort den Rest meiner Tage zu verbraten. Ach, gibt es denn nicht irgendwo eine Arbeit, wo ich andere mit meiner Stärke helfen kann? Ja. Hm, was meinst du? Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Wo bekommt man diese Arbeit? Erzähl mir mehr darüber. Tabu Rasa. Tabu Rasa? Noch nie gehört. Komm schon, ich brauche Details.
So, so. In Akala also. Tabu Rasa. Dort wird ein Kerl wie ich gebraucht. Akala ist gar nicht so weit weg von hier. Gut. So eine Gelegenheit muss man beim Schopfe packen. Danke, dass du mir davon erzählt hast. Ich werde schnellstmöglichst mit Pupunda aufbrechen. Tja, dann lass uns nicht lange fackeln. Pupunda, lass uns gehen! Und weg sind sie. So, ich werde jetzt erstmal ein paar Schritte zurückgehen. Django, hatte ich mit dir schon gesprochen? Ja, bist du? Was ist das hier? Erzab Südmine. Okay. Bludo. Okay. Ihm gehören viele Minen hier, das wird... Okay. Wer bist du? Ich, Django. Ein Goron aus Goronia. Okay. Nö, das war's. So, da wir jetzt hier den Feuerschutz haben, den Brandschutz, würde ich mal sagen, stellen wir uns vielleicht einfach mal dem Ivarok, oder? Was denkt ihr? Und dann können wir uns nämlich gleich mal noch den Schrein holen. Shika-Sensor. Schreine. Genau, Suchobjekt geändert. Hier hinten war ja dieser Schrein. Ja, okay. Wenn wir nämlich den Schrein haben, dann können wir nämlich noch das eine oder andere erledigen. Schrein in der Nähe, genau. Also, Eispfeile habe ich ausgerüstet. Klasse. Erstmal schön verfehlt. Den blöden Ivarok. Was haben wir denn für Lanzen? Gar nicht mal so viele. Die Lichtschuppenlanze habe ich. Uiuiui. Die eine Faust sieht mir doch immer noch relativ heiß aus. Uiuiui. Natürlich explodiert es auch noch. Ah, shit, Alter. Jetzt ist ja auch wieder... Jetzt brennt der auch schon wieder. Was haben wir für Waffen? Ich brauche eine starke Waffe, genau. Magmarok. Königsschwert zerbricht gleich. So, Königsschwert ist zerbrochen. Wir haben noch ein Eisschwert. Wo stehe ich denn? Ah, okay. Wir sind abgestürzt. Komm, komm, mach's kaputt. Ah, shit, Mann. Rhodonit eingesackt. Und nochmal schnell hoch. Ach komm! Erstmal wieder. Und tschüss. Hätten wir ihn geköpft. Sehr gut. Ich habe kaum. Ich habe keine normale Einhänderwaffe. Oder? Ah, okay, das ist eine normale Einhänderwaffe. So, dich hätten wir damit also schon mal erlegt. Dann habe ich jetzt hier was gefunden, wo es Erz gibt. Dem Erzbohrer holen wir uns das. Feuerstein, Steinsalz, okay. So, hier muss es also irgendwo einen Schein geben. So, aber wo? So, schnell mal die Waffe wechseln. Ah, dort ist der Schrein. Ich habe ihn gefunden. Mal schauen, inwiefern wir tatsächlich jetzt hier rüberkommen. Boah, hier ist noch so ein blöder Exalfass drin.
blöder Wichser. So, Pech gehabt. Oh, ich wollte eigentlich drauf springen. Link. Link, spring mal bitte drauf. Boah! So. Können wir nicht bewegen. Das ist mir jetzt doch schon ein kleines Rätsel gerade. Ja, so können wir das nämlich durch das Wasser bewegen. Das Problem ist, wenn ich nicht dort hinten rankomme, habe ich ein Problem. Gehen wir davon aus, dass ich das hier nicht machen kann. Ja, dachte ich mir. Vielleicht, wenn ich so ein Stück vorschieb. Der sinkt auf jeden Fall wieder ab. Anheben brauche ich ihn also nicht. So ein kleines Stück vorschieben. Genau. So. Und jetzt? Reicht das immer noch nicht? Wenn ich den vielleicht mir hier hinziehe. Ach, wir haben doch noch einen hier. Wir haben hier doch noch einen. Du machst es wieder zu kompliziert. Also, schnappen wir uns den hier. So, der muss noch ein Stückchen ran. Genau. Genau. Dann können wir uns den nächsten holen. Der ist immer noch zu weit weg. Beziehungsweise kann ich mir ja den holen. Und einmal um mich rumziehen. Vielleicht noch ein Stück ranholen, genau. So, jetzt den hier. Ranziehen. Ein Stück drehen. Genau. Und dann haben wir es geschafft zum Q-Ramuhi-Schrein. Wir fahren noch runter und dann machen wir das nächste Mal den Auftakt der Folge mit diesem Schrein los. Dem Q-Marohi-Schrein. Ich hoffe, ich habe es mir richtig gemerkt. Fahren wir also mal runter. Außer natürlich, es gibt jetzt direkt die Belohnung, dass wir die Prüfung bestanden haben, weil wir den Schrein überhaupt schon mal erreicht haben. Aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Das wäre zu einfach. Das wäre doch zu einfach. Und es ist auch nicht so. Das sieht vielversprechend aus. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Q Ramuhi. Im Namen der Göttin Ailea sollst du geprüft werden. Und zwar in der nächsten Folge gibt's den Balanceakt. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Schreibt einen Kommentar. Und dann machen wir das nächste Mal weiter mit diesem Schrein hier bei The Legend of Zelda Breath of the Wild. Macht's gut!